Lukas, was kann man denn so für Benutzerakzeptanzmaßnahmen? Ich bin jetzt so ein Kunde und ich will im Vertrieb, will ich jetzt mal wissen, wie kann ich meine Mitarbeiter ohne die Unterstützung der Geschäftsführung dazu bringen, meinen Confluence oder Jira zu benutzen? Fällt dir da was ein? Hallo übrigens. Hi, bin ich schon drauf? Ich sehe das hier gar nicht. Ja, du bist drauf. Du bist voll drauf. Wir können dich sehen und auch wenn du uns nicht siehst, du siehst super aus. Ja, ich sehe es auch. Ihr seht auch super aus. Und Adil top gehört, wie immer. Mein Lieblingskollege. Adil wichtiger ist, ja. So. Ja, lenke jetzt aber nicht von der Frage ab, Lukas, sorry. Also wir haben dich gleich auf einen heißen Stuhl gesetzt. Da kam aus dem von den Zuschauern die Frage, wie kriege ich es denn hin, dass meine Kollegen diese Atlassian-Software auch benutzen? Da gibt es so ganz klassische Antworten drauf. Und der Adil hat ja auch schon ein bisschen damit angefangen mit dem Speiseplan eben. Ich habe nur so halb zugehört, es tut mir wirklich leid. Und ich habe da auch morgen nochmal so einen Talk. Der geht jetzt nicht um Atlassian-Tools, sondern um Google Workspace. Aber da geht es natürlich auch darum, wie kriege ich eine möglichst hohe Akzeptanz. Also es gibt ja diese ganz klassischen Modelle, wo ich hier die Innovatoren habe und dann habe ich irgendwann meine große Masse, die ich überzeugen will. Und es geht ja hier um die große Masse. Und ich werde morgen ein bisschen was dazu erzählen, wie sich das mit einem Key-User-Konzept lösen lässt. Also, dass man Key-User möglichst früh mit einbindet, die auch wirklich wissen, was sind die Bedürfnisse der Kollegen, Kolleginnen in meinem Team und wie adressiere ich die am besten, wie schule ich meine Kollegen, Kolleginnen, welche Inhalte sind wirklich die Inhalte, die Kollegen, Kolleginnen dazu bringen, auf das System zu gehen. Dazu morgen vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Wie lange ist der Talk? Moderne Zusammenarbeit in der Cloud, wie der Wandel erfolgreich gelingt. Nicht schlecht. Und der hat sogar direkt auf die Frage, so wie ich sie gestellt habe, geantwortet. Ein Vertriebler. Mit einem Nicht-Top-Down-Ansatz. Verrückt. Und dabei hat er mich gar nicht gehört am Anfang. So läuft Kommunikation ab. Erst mit der Clara, jetzt mit dem Lukas. Also betreibst du gerade wieder öffentliches Mobbing? Ja. Verstehst du das richtig? Ja, alles klar, super. Genau, dankeschön, genau, Martin. Alles klar. Gut gemacht, Lukas. Genau wie abgestimmt. wir wollen über was anderes sprechen eigentlich, oder? Genau, über Vertrieb. Ja, ich glaube, wir wollten über Vertrieb reden. Das machst du bei uns? Unter anderem. Ich bin Teil des Vertriebsteams, korrekt. Erzähl mal ein bisschen was. Wir rufen ja jeden Tag 30.000 Leute an, die nicht angerufen werden wollen. Und du bist ganz vorne an der Front. Richtig, genau. Wir betreuen nur Outbound Leads. Nein, das ist tatsächlich was, was ganz interessant ist. Wir machen Vertrieb und finden das im Vertrieb alle ziemlich cool, weil der Vertrieb ist bei uns nämlich genau nicht so, wie du es gerade beschrieben hast, Martin. Wir betreuen nämlich nur Inbound Leads. Das heißt, wir betreuen eigentlich nur die Anfragen, die bei uns ankommen. Und das sind meistens schon sehr qualifizierte Anfragen, weil die durch unser sehr qualifiziertes Marketing eben reinkommen, was relativ zielgerichtet ist. Also wir bekommen relativ wenige Anfragen zum Beispiel zur Einführung von Office 365, weil wir da einfach kein Marketing machen. Zu Recht. Wir machen aber relativ viel Marketing zu Atlassian-Produkten oder zu den Google-Produkten, Google Workspace zum Beispiel. Und deswegen bekommen wir dazu auch relativ viele Anfragen rein. Allerdings betreuen wir da auch nicht alles oder wollen auch nicht alles weiterverfolgen, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Ich würde nochmal gerne mit dir so ein bisschen darüber sprechen. Mit einem Vertriebler will ja eigentlich nie irgendwer sprechen. Vielleicht kannst du zur vertrauensbildenden Maßnahme bei Cybert Media mal erzählen, wie viel Provision du in den letzten 12 Monaten von Cybert Media ausgezahlt bekommen hast. Corona-Prämie ausgeschlossen. Das wäre keine Provision. Okay, dann lass mich das kurz nochmal rausrechnen. Null. Und warum ist das so? Nichts verkauft. Bitte melde dich. Nein. Warum ist das so? Ich weiß tatsächlich nicht, warum das so ist. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir sind ja auch
wir sind ein agil organisiertes Unternehmen und unser Vertrieb ist auch agil organisiert. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Prämie für mich als Person, die einen Abschluss macht, da eher kontraproduktiv wirken könnte, weil wir arbeiten ja als Team zusammen an einer Anfrage. Und jetzt, um nochmal ein bisschen Werbung für unseren Vertrieb zu machen und für die Leute, die jetzt hier zugucken, damit die vielleicht auch unbedingt mal bei uns anrufen wollen oder eine E-Mail schreiben wollen. Die Leute, die bei uns im Vertrieb arbeiten, die haben vorher im Consulting gearbeitet, in der Systemadministration. Wenn du dich also bei uns meldest und fragst, hier, ich habe eine Confluence und Jira Server Instanzen bei uns rumfliegen und die will ich jetzt auf ein Data Center heben. Ich will unsere Infrastruktur auf AWS bringen und könnt ihr uns da unterstützen? Dann kommt die Mail oder die Anfrage bei uns rein und dann sehe ich die und dann denke ich, ah, okay, ich rede gern mal mit dir und dann führen wir vielleicht ein erstes Telefonat und dann merke ich, ah, okay, du solltest vielleicht mit einem Experten reden. Und wir haben ziemlich viele von diesen Experten bei uns rumsitzen, wie ich eben schon gesagt habe. Und dann vernetzen wir dich mit diesen Experten und gucken, dass wir wirklich eine coole Lösung für dich hinbekommen. Da sitzt also kein Vertriebler, der dir unbedingt was verkaufen will, sondern wirklich ein Experte am Ende auch am Telefon oder in einer Websession oder auch in einem Vor-Ort-Termin, damit ihr die bestmögliche Lösung ausarbeitet. Und wenn wir die haben, dann können wir dir ein Angebot stellen. Genau. Ja, also das fasst es schon ganz gut zusammen. Ich hatte ja die Frage gestellt, warum? Und die einfache Antwort aus meiner Sicht wäre gewesen, weil wir keine Provisionen zahlen. Und weil wir keine Provisionen zahlen, und da kam jetzt, deine ganze Antwort, können unsere Leute zum Beispiel ehrlich beraten und auch zum Beispiel einfach Nein sagen und sagen, nee, das passt überhaupt nicht, was du davor hast. Das ist einfach nur Quatsch. Und die haben da sozusagen überhaupt keinen Schaden von, weil eigentlich müssen sie ja was verkaufen und dann kriegen sie eine Provision und so. Also ich habe keine Situation, in der ich wenn ihr mit einem Vertriebsmitarbeiter von uns sprecht, dann versucht er euch zu helfen. Und zwar so, wie das für euer Unternehmen relevant ist. Natürlich verkaufen wir unseren Kram. Natürlich wollen unsere Vertriebsmitarbeiter unsere Lösung, unsere Dienstleistung, unsere Produkte vertreiben. Und die werden jetzt, wenn du anrufst und sagst, was für eine Office-Lösung gibt es denn, dann sagen die Google. Da sagen die nicht Microsoft. Aber das schadet denen jetzt auch nicht, wenn du dich anschließend für Microsoft entscheidest. Und es gibt da jetzt keinen so einen zwanghaften Bias. Am schlimmsten persönlich für mich sind immer diese Erfahrungen mit diesen Finanzdienstleistern, wo ich das Gefühl habe, ich brauche dir gar nicht zuhören, weil ich immer denke, du kannst mich nur durch deine Provisionsbrille durchberaten. Ein Faktor, der wahrscheinlich auch noch reinspielt, ist, dass alle unsere Preise ja öffentlich sind. Die sind transparent einsehbar. Mhm. Das heißt, ob es jetzt ein Linspin-Einführungsprojekt ist oder die Atlassian-Lizenzen, die wir natürlich ohne Aufpreis irgendwie verkaufen, oder einfach Beratungspakete. Alle Preise sind bei uns öffentlich zugänglich und dafür haben wir in der Vergangenheit ja auch immer sehr viel positives Feedback von unseren Kundinnen und Kunden bekommen, weil sehr viele andere Dienstleister oder andere Unternehmen ja immer versuchen, das Maximum aus dem Kunden rauszuholen. Erst mal gucken, was der so zahlen kann. Genau, die Bereitschaft. Lukas, wie ist denn das? Wie viele der Kunden, mit denen du sprichst, wissen das schon und welche lernen erst durch dich kennen, dass unsere Preise öffentlich sind? Boah, das ist eine schwierige Frage. Mir reicht ein Bauchgefühl. Was wir angewöhnt haben, relativ früh zu sagen, ist, dass die Preise, die wir jetzt kommunizieren, die Preise sind, die wir auch dem Einkäufer kommunizieren, der dann vielleicht am Ende nochmal mit in der Schleife drin sitzt und wir da tatsächlich auch keinen Rabatt drauf geben, weil das eben von uns fair definierte Preise sind, die wir so auch am Markt anbieten wollen. Das haben wir gelernt, weil unsere Kunden werden tendenziell immer etwas größer. Das heißt, die Budgets, die dahinter stehen, werden auch größer. Und da ist sehr, sehr häufig mittlerweile Einkäufer, Einkäuferin nochmal mit drin, deren Job das natürlich auch ist, da nochmal ein bisschen was rauszuholen. Das kalkulieren wir nicht ein, das habt ihr eben schon gesagt, und das können wir dann am Ende eben auch nicht abziehen. Was ist denn so ein Kernunterschied für einen Kunden, wenn er mit uns spricht? Was kannst du jetzt noch in den letzten Minuten oder Sekunden deines Beitrags anbringen, was für einen Kunden spannend ist? Warum ist Vertrieb mit uns oder ein Vertriebskontakt mit uns spannend? Vertriebskontakt mit uns ist spannend, weil wir
Weil du meldest dich bei uns mit einer Anfrage oder mit einer komplizierten oder mit einem komplizierten oder komplexen Problem. Und wir challengen das dann ein bisschen, weil wir werden mit diesen Problemen relativ häufig konfrontiert, sofern es sich um Google oder Atlassian Probleme handelt. Und dann stellen wir dir relativ schnell bestimmte Fragen, die uns zeigen, ob du da wirklich auf einem professionellen Weg unterwegs bist. Oder wir zeigen dir auf, wie du da auf eine professionelle Schiene aufspringen kannst. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wertvoll an der Stelle. Es gibt Kunden, die sagen dann, okay, nee, ich möchte meinen Weg weitergehen. Ich bin jetzt mal ein bisschen arrogant. Manche dieser Kunden sehen wir irgendwann wieder. Und es gibt Kunden, die sagen, okay, lass uns doch noch mal ein paar Schritte zusammen weitergehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen teurer, ein bisschen komplizierter, als ich mir das gedacht habe. Aber ich will ja zum Beispiel meine Atlassian-Anwendung hochprofessionell betreiben. Ja, cool. Das passt für mich. Wie vielen deiner Kunden oder unserer Kunden, glaubst du, geben wir was mit? Also sozusagen deren Anforderungen verändern sich durch die Interaktion mit uns, so wie du es gerade beschrieben hast. Ist es die Hälfte? Sind das 10%? Sind das 90%? Ich würde sagen, mindestens die Hälfte unserer Projektkunden. Bei Lizenzkunden würde ich sagen, die Lizenzmodelle sind mittlerweile jetzt nicht sehr einfach, aber doch gut durchschaubar. Da können wir das eine oder andere vielleicht nochmal optimieren, aber bei Dienstleistungen und Betriebsleistungen, da passiert nochmal sehr, sehr viel, glaube ich. Okay, cool. Gibt es irgendwas, was du vorbereitet hattest, was du noch zeigen willst? Nö, ich hätte ansonsten mal Intercom zum Beispiel gezeigt. Du kannst nämlich auch ganz cool mit uns chatten, das lasse ich jetzt aber mal. Geh einfach mal auf eine unserer Websites, da erscheint so ein Chatfenster. Vielleicht jetzt nicht heute Abend um 20 Uhr, sondern vielleicht eher morgen früh, wenn, keine Ahnung, Martin und Adil gerade mal was nicht so Interessantes erzählen. Kann ja gar nicht passieren. Dann chatte doch einfach mal kurz mit uns. Du kannst nämlich da auch ganz leichtgewichtig mal deine Fragen loswerden zu Atlassian oder zu Google-Produkten. Das ist ein Eingangskanal von uns, der uns gerade sehr stark beschäftigt. Ein Live-Chat. Genau. Okay, wenn ich Glück habe, komme ich bei dir raus. Wenn du mir vor 2 Jahren gesagt hättest, dass ein Mitarbeiter von uns in einem öffentlichen YouTube-Stream Intercom bewerben würde. Ja, das war ein Kampf auf jeden Fall. Da hätte ich einen Kuchen für ausgegeben. Ja, vielleicht habe ich meine Jahresprovision erhöht. Wer weiß das? Von 0 auf 1 Euro. Lukas, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Bis morgen. Ciao, ciao. Thank you.